Moin, 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 Freunde! Ein Versprechen konnte ich leider nicht halten, und zwar, ja, die DLCs dauern noch einen Tag, bis die kommen. Bei mir heißt, wird wieder nichts. Ich habe eigentlich gesagt, zweiter Part Amiibo, dritter Part DLC. Wird nichts, jetzt verschiebt sich alles eben alles um einen Part. Und, Amiibos gibt's dann im nächsten, nicht Amiibos, DLCs gibt's im nächsten Part, Amiibos gibt's in dem Part. Und zwar direkt mal erstmal hier die wunderschöne Mario Amiibo, wo mir gleich 5000 Rubine entgegengeworfen werden. Und, meine Freunde, man mag's gar nicht für möglich halten, war heute bei meinem Fachgeschäft für Videospiele meiner Wahl und hab sie mir geholt. Die Link Amiibo. Ja, Waffe, Gleiter einer antike Maschine, die einem großen Kreis lehnen. Mit dem starken Angriff und bestimmten Kommandogriffen platzierst du Gleiter, die sich den mit anderen Angriffen aktivieren lassen. Gut, ihr könnt mir mal sagen, ob man für die Zelda Amiibo bzw. die Toon Link Amiibo oder die Ganondorf Amiibo, sofern diese rauskommen, auch irgendwas erhält. Soweit ich weiß, gibt es dafür nichts. Ansonsten werde ich es nachholen. Und die DLCs gibt es dann im nächsten Part, weil das ging sich leider nicht aus. So, wir waren beim Legendenbus stehen geblieben, wo ich hier beim letzten Mal nachgeholt habe noch, wie man gesehen hat, sogar auf schwer. Und jetzt machen wir hier das nächste, der Wald von Firone mit Sheik heute. Oder nee, da ist Link vorgeschlagen. Wollen wir nochmal Link? Ich weiß es nicht ganz. Nee, wollen wir nicht, weil da oben steht Herz Container für Sheik, Herzteil für Impa. Und aus dem Grund nehmen wir Sheik, weil Sheik haben wir sowieso noch nicht gesehen. Wald von Firon mit Sheik und der Lyra. Ich habe mit Sheik die Mission gestern, also die hier, der Wald von der Vulkan von Eldin, habe ich nochmal gezockt und deswegen ist sie jetzt auch auf Level 12, nicht wundern. Und hat auch hier noch eine zweite Lyra mit Erfahrung plus. Erfahrung plus. Was? Nehme ich. Sei nie nein. Und dann geht's los in den Wald von Firone. Was ist beim letzten Mal geschehen? Link and his allies were saved from the dangers of the Elden Caves by a mysterious youth named Sheik. Joined by their new ally, Impa's troops exited the caves and emerged in Farron Woods. There, they found a hidden village overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. Jupp, und die Leute, die mich kennen, wissen auch, welche Charakter wir jetzt hier begegnen werden. Mein Lieblingscharakter in Hyrule Warriors. Ja, wobei Link auch echt cool ist, aber Link ist an zweiter Stelle. So, ja, wir starten die Schlacht. Wald von Firone. Oh, direkt mit der Cutscene. Führst du diese Soldaten an? Ja. Du verwendest Magie. Wo hast du das gelernt? Nun ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre denselben Clan an wie jene, die all diese Ungeheuer befehligt. Sia. Dann sag mir, was will diese Sia in Hyrule? Mal sehen. Helft uns. Dann verrate ich es euch. Da bleibt wohl nichts anderes übrig bei dem netten Angebot. Na gut, ziehen wir in die nächste Schlacht und ich sehe, boah, einen fetten Moblin. Zu Sheik. Ich habe ja schon mit ihr gezockt, wie ihr wisst. Und mir ist ganz ehrlich vorgekommen, Sheik ist so eine, die macht großräumig Damage, könnte man sagen. Muss aber öfter zuschlagen. Also ihre Attacken haben schon eine riesige Reichweite, meiner Meinung nach. Aber
ihre Attacken sind schwach. Das ist das Problem bei ihr. Ihre Attacken sind mächtig schwach und ich komme da nicht rein. Das ist scheiße. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Neues Gebiet, neue Missionen und der Ultra braucht ewig, um sich einzuspielen. Das hatten wir auch in den ganzen letzten Parts nebenbei erwähnt. Wir sind erst die ganze Zeit noch beim Prolog des Spiels. Was bedeutet, dass Action, die Action geht erst noch los. So, besiege die Dekoranas, ist unsere erste Mission. Im Nahkampf können wir nicht gegen diese Gift, können wir nichts gegen diese Giftpflanzen ausrichten. Wenn wir in der Ferne angreifst, kannst du sie besiegen. Ja, in der Ferne. Sache ist, wie greifen wir in der Ferne an? So, erstmal hier alle töten. Trimps. Und da haben wir schon 200 Kills. Das ist richtig krass, wie flott das mit Cheat geht. Und dann hat sie natürlich jetzt auch noch Erfahrungsfluss. Da werde ich ein bisschen öfter mit den anderen Charakteren zocken müssen, um die wieder auf deren Niveau zu bringen. Aber gut, mache ich gerne. So, das ist der Vorposten-Hauptmann gewesen. Am Anfang ist ja immer ein Vorposten-Hauptmann. Irgendwo ist immer ein Vorposten am Anfang. Habe ich schon mitbekommen. So. Hier gibt es was zum Wegsprengen. Das mache ich direkt weg. Und da gibt es gar nichts. Okay. Dann gibt es hier wahrscheinlich das Herzteil für Impa. Wohl gar nichts. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So. Ich sehe da unten. Ah, scheiße. Da komme ich. Doch, da komme ich. Vorbei? Ja, komme ich vorbei. Da... In die Richtung, da drüben... Ja, da muss ich irgendwie rein, glaube ich. Komme ich von der Seite? Ich komme von der Seite da rein. Gut, dann erobern wir mal hier den Südplatz. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Ach, ich weiß, der Bogen war im großen Baum im Südwesten der Siedlung. Südwesten, okay. Ich finde den Bogen in der Nähe des Südbaumes. Beim Südplatz also. Weil dann wäre ich direkt richtig. Das wäre natürlich jetzt sehr nice, wenn das stimmen würde. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich hier richtig bin. Ich glaube, das ist einfach nur so YOLO zum Erobern. Es wäre... Von Heil... Was? Welcher? Ach, da unten ist er. Okay, wird mir gerade auf der Map angezeigt. Ich will trotzdem die Basis hier erobern. Es wäre aber schön, wenn hier ein paar mehr Truppen spawnen würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich sehe einfach die Feinde nicht mehr. Und so dauert das ewig. Okay, Kommandant, Hauptmann. Das sind die Gegner aus welchem Spiel sind die? Aus Skyward Sword? Glaub schon, ne? So, hier längs und da komme ich nicht lang. Wie mache ich denn das jetzt, wenn ich da nicht lang komme? Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich kann hier raus. Bringt mir aber nicht viel, ne? Nicht wirklich. Gut, nicht wirklich. Ich wollte jetzt eigentlich eine andere Attack. Ja, die wollte ich erst recht nicht. So. Das ist natürlich sehr, sehr nice. So. Scheiße, wie komme ich denn da hin? Ich habe ein Problem. Nee. Ich kann mich natürlich so durchkämpfen, aber... ob das richtig ist, du... Ob das richtig ist... Man muss doch irgendwie da durchkommen. So, weg mit den Vorposten-Hauptmann. Dort ein Material. Ich renne. Jetzt... nee. Da komme ich auch nicht durch. Dann renne ich hier runter. Da ist schon mal richtig scheiße, geht das schon mal los. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kriege ich hier auch wieder Damage. YOLO. Ich muss an der vorbei irgendwie. Ne, muss ich nicht. Hier geht's längs. Ah, mies. Ah, hier! Hier ist der Bogen. Gut. Hat ja nur 9 Minuten gedauert. Gut, am Anfang gab es auch ein paar Zwischensequenzen. Aber trotzdem, nicht wirklich gut ist das gelaufen. Du hast den Bogen, mit ihm kannst du auch weitere entfernte Gegner angreifen. Klare Gegner werden durchschlagen. Ja, das Item ist nicht so toll. Dieser Bogen sollte gegen Dekoranas helfen. Probier es mal aus.
ZR. Sehr nice. Die droppen nur ein bisschen Geld. Ich dachte, die droppen auch irgendwas Wichtiges. Puh, wir haben ihn besiegt. Kümmern wir uns um die anderen Dekuranas. Mm. Zack. Und ein Level up. Scheiße, das will ich eigentlich gar nicht. So viele will ich eigentlich gar nicht erreichen. Das ist nur unnötiges Leveln dann mit den anderen. So, weg mit dir. Nur noch zwei übrig. So, wo wären die zwei? Hier hätten wir noch eine. Zack. Und ich mach mal hier meine Special Attack, weil da drüben gibt's eh wieder was zum Aufladen. Sching, 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 sching. 25 Kills. Kann man lassen. Ihr geht auch mal alle drauf. Da drüben meinte ich, das hier. So ein bisschen was zum Aufladen und dann. Joa, ihr steht weiterhin rum, während ich mich um den ganzen Müll kümmere, der hier rumsteht, ne? Ja, ja. Kenne ich schon. Yo, Mission completed! Damit seid ihr gefeiert, durch das Gift gebannt sein. Vielen Dank! Gern geschehen, Lana. Der Südbaum und der Westbaum sind offen. Na dann immer her damit, würde ich sagen. Gut, da kenne ich keine Gnade. Oh, ne Gipto. Jetzt kommen schon die Gyptos. Nicht so toll. Die Soldaten sind müde vom Kampf. Ziehen wir uns erstmal zurück. Ich mach mal so. Und jetzt seid ihr am Arsch. Jetzt seid ihr am Arsch, Junge. Jetzt seid ihr am Arsch. Ja, 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 ja. Auf die Gypto. Ganz, ganz wichtig. Die muss unbedingt sterben. Ist die jetzt tot? Ich glaube, ja. Okay, immer her mit dem Westplatz. Kenne ich keine Gnade. Und ich hole mir mal eben die Weapon, die Gypto gedroppt hat. Komm, greif an, schick. Scheiße. Bisschen dumm, bisschen schlecht. Egal, ich spende jetzt hier die A-Attacke. Stoop, 49 Kills. Und dann gehe ich natürlich noch auf den Festungskommandanten Hauptmann. Und damit ist die Basis erobert, würde ich sagen. Aber der Gypto, der muss noch drauf gehen. Zack. Sehr, sehr nice. Habe ich jetzt das Gelbe eingesammelt? Ich weiß nicht. Ich spam einfach mal hier ein paar Pfeile längs, weil die hauen ja schon die Kills raus. Die Gypto-Truppen bedrohen den Deku-Boom. So, hier haben wir Material. Und dann räumen wir hier nochmal auf in die Richtung. Und Super Magic Power Ding. Yay. Es ist total sinnlos benutzt, glaube ich. Oder? Ja, da sind einfach überhaupt keine Leute mehr. Und das ist eigentlich verkackt. Ne. Da kriege ich keine Kills mehr. Nicht genügend Kills, ne. Schade. Schade. War verschwendet. Da hätte auch eine simple A-Attacke gereicht. So, hier stelle ich mich einfach mal mittig rein und mache die A-Attacke, weil wir haben es ja, ne? Zieh ja das an, das nicht. Ganze Arbeit. Hm. Ja, ich glaube, ich folge einfach mal Impa. Die wird schon wissen, wo es lang geht. Die Festung, die müssen wir jetzt erobern, Leute. Das ist jetzt ein ganzer Muss. Oh, okay, das war auch eine nice Attacke, aber ich wollte eigentlich die hier machen. Und jetzt kann ich mich nämlich hier hinstellen und komm, yes! Sehr nice. Dass das geklappt hat, finde ich sehr gut. Die Attacke ist einfach mega, wenn man jetzt Leute in einem großen Umfeld töten möchte. Oh, das dauert auch wieder ewig. Sie drängen uns zurück. Oh, ach da, okay. Ja, mach ich schon, mach ich schon. Du, da bin ich ja gerade unterwegs. Siehst du das nicht? Mann, oh Mann. So. Und dann töten wir hier einmal alle in dem Umkreis. Bam. Und wir haben bald die 1000 Gegner wieder. Ich muss immer darauf achten, denn die Skulldie. Die Skulldie, du, die Skulldie. So, Festungskommandant, ich würde sagen, du kassierst erstmal einen Pfeil. Und Tag geschließt. Material erhalten und den Power-Up für den Bogen.
Und dann rennen wir hier einmal raus. Und dann würde ich sagen, ich schieße einmal hier mit dem Bogen rein. Ah, Hilfe! Ja, ja, ich kann nichts machen. So schnell komme ich da nicht hin, ne? So, sehr nice. Hier, weiter spammen, ganz, ganz wichtig. 950 Kills, das ist natürlich sehr geil. Habe ich die zweite Gipto jetzt reinbekommen in den Kreis? Ich glaube nicht, ne, die chillt da hinten, scheiße. Ah, die Gipto wollte ich loswerden und das habe ich natürlich nicht erreicht mit dem Scheiß gerade. Uiuiuiui, Leute. Weil die Gipto, die ist scheiße. Also die Gipto, die muss weg. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch das Problem. Jetzt ist die Skulti aufgetaucht. Sehr gut, Lana. Hau drauf. Richtig nice. Ja, jetzt habe ich natürlich den Kill für die Gipto nicht erhalten. Danke, Lana. Skulti. Die muss ich jetzt holen. Tut mir leid, da gibt es kein Zurück mehr. Wo befindest du dich? Irgendwo hier drüben muss die sein. Die töte ich, den Vorposten. Den hätte ich dann doch gerne. Irgendwo hier. Ich höre sie ganz leicht. Es wird lauter, ich höre sie. Ja, hier irgendwo ist sie. Da, unter dem Felsen, ja. Okay. Hätten wir. Und dann geht's weiter direkt. Keine Gnade zeigen hier. Überhaupt keine. Da drüben in der Basis, da ist totales Chaos. Da stürme ich direkt mal hin. Da sind sehr viele Gyptos. Und bam! Magische Energie und rein in das Battle! So, sehr, sehr nice. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich verteidige weiter in den Deku-Baum. Ja, und der Deku-Baum wurde verteidigt. 60 Kills und wir haben leider, muss ich ganz ehrlich sagen, leider immer noch, Scheiße, hier. Ja, hierhin hätte ich das aufheben sollen. Boah, hier wären das so viele Kills gewesen. Naja, Mist. Schade, kann man nichts machen. Jetzt habe ich natürlich die Bosse hier nicht mitgerissen. Da dauert natürlich jetzt eine richtige Ewigkeit, bis die endlich mal drauf gehen. Hä? Was ist jetzt los? Die Roma hat den Dekobaum in Brand gesetzt, sorry. Nicht der Dekobaum, nein, nicht der Dekobaum. Och nee, fuck, zwei von denen, nee. Jetzt mache ich das hier. Ich muss die wegkriegen, die scheiß Gyptos. Die geben mich richtig an. Gibt nichts Schlimmeres als die Gypto. Und natürlich das Material nice mitnehmen. Außerdem, was auch gerade mein Problem ist. Geh drauf, Gypto. Ich habe das Herzteil noch nicht. Da geht's nicht rein. Warte. Ich renne jetzt erstmal da runter und erober mir die Basis. Die scheint recht schnell zu gehen, wenn ich mich hier einmal bam in die Mitte und A. Der Südostbaum. Haben wir den nicht schon mal erobert? Ich weiß es gerade nicht. 50 Kills, das ist natürlich schon mal ein richtig nicer Beginn für die Basis. Also ich stelle mich wirklich nicht mehr so blöd an in dem Spiel. So, wir sind schon Level 14. Vielleicht kriegen wir noch Level 15. Also eigentlich glaube ich ganz sicher, dass wir noch Level 15 kriegen. So, aber hier gab es auch nichts. Und aus dem Grund renne ich jetzt zum Deku-Baum. Weil ich glaube, der braucht meine Hilfe. Suche im Nordosten. Ach, okay, die Basis hat sich geöffnet. Dann würde ich sagen, einmal hier rein und ka-ching.
Und du gibst du jetzt erstmal die Schnauze. Komm, 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 komm. Bamsen. Kack, gibst du, ganz im Ernst. Nee, auf die Scheiße. Die kann hier stehen bleiben. Die ist wahrscheinlich ein bisschen leichter mit Link zu killen oder mit Impa ganz bestimmt. Ah, das ist so ein Scheiß, dass die einen immer paralysieren muss. Geh drauf, Junge. Ich glaube, bei der Mission werde ich auf schwer noch meine ersten Probleme bekommen. So, jetzt auf den Festungshauptmann. Zack. Das war natürlich jetzt sehr, sehr nice. Und gib her. Aber natürlich hier in der Basis auch nichts. Du, ich glaube, ich kriege ein paar Probleme. So, hier Festungshauptmann, Vorposthauptmann, gekillt, gleich. Den vermisst niemand. Und meins. Und da oben muss ich hin. Wenn wir das Feuer nicht bald löschen, okay, ja, okay, es wird Zeit. Ich komme aber nicht rein. Ich spüre die Macht der großen Fee. Kämpfen wir uns durch die Monster und durch das Tor. Also müssen die jetzt alle hierher kommen. Besiege den Gipfel in der Nähe der Quelle der Göttin. Okay, ich